Es ist nicht einfach, falls ihr jetzt auch vor der Entscheidung steht, wie denn euer Kind heißen soll. Ich bin voll bei euch. Wir haben es ja hier auch noch vor uns. Hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ganz viele haben mich gefragt, ob ich nicht mal erzählen könnte, welche Namen denn für unsere Jungs in der engeren Auswahl standen. Das mache ich heute sehr, sehr gerne. Also viele haben schon ganz, ganz früh den Namen im Kopf, aber wir haben uns unglaublich schwer getan, außer bei unserem ersten Sohn. Da stand es fest von Anfang an. Also es ist total unterschiedlich, wie man sehen kann. Da stand auf jeden Fall fest, als ich schwanger war, dass es der Maximilian wird. Also ich finde den Namen nach wie vor wunderschön. Also die anderen Namen auch. Bei den anderen Kindern war das nicht so klar. Ich habe mir jetzt auch den letzten Sohn sozusagen ausgesucht, über den ich sprechen werde. Denn ich habe zufälligerweise im Mutterpass noch diese Liste hier gefunden, die wir im Krankenhaus dann geschrieben haben, mein Mann und ich. Und die Namen gehe ich jetzt einfach mal mit euch durch. Ich finde das sowieso total schwierig. Also man hat den Namen dann sein ganzes Leben und wir als Eltern müssen das entscheiden. Aber bei Max stand das irgendwie total fest. Und bei den anderen haben wir uns so schwer getan, sodass sogar unser dritter Sohn bzw. unser vierter Sohn 3 Tage im Krankenhaus keinen Namen auf dem Namensschild hatte, nur den Nachnamen. Und unser jüngster Sohn, der hatte tatsächlich 4 Tage keinen Namen, weil uns das Rathaus, also das Standesamt, diesen Namen nicht genehmigen wollte. Ja, da hatte ich einiges an Rennerei mit einem Neugeborenen und musste da meinen Kopf durchsetzen, was ja dann letztendlich auch geklappt hat. Aber dazu komme ich gleich. Ich erzähle euch jetzt eben von unserem vierten Sohn. Vielleicht ist es ja eine kleine Inspiration für euch und ihr sagt euch, hey, der Name gefällt mir auch total gut. Oder ihr wollt einfach nur die Geschichte hören. Und ja, ich möchte natürlich keinen, der so heißt, irgendwie ja, angreifen oder so, nur weil wir den Namen jetzt dann letztendlich nicht genommen haben. Ich denke, das ist klar. Ich sage es lieber nochmal dazu. Nicht, dass sich jemand angegriffen fühlt. Also ich hatte jetzt die Tage auch ein Video geschaut von einer ganz, ganz bekannten YouTuberin. Da wollte der Mann den Namen Heidi und sie wollte ihn auf gar keinen Fall, weil er ihr überhaupt nicht gefallen hat. Und da habe ich mich auch überhaupt nicht angesprochen gefühlt. Also letztendlich muss man das ja selbst entscheiden und ich frage mich tatsächlich noch jeden Tag so auf die Art, warum meine Eltern den Namen gewählt haben. So als Italienerin, ne, passt es ja eigentlich gar nicht. Jetzt finde ich den Namen natürlich auch total cool und schön. Ich habe mich daran gewöhnt, also eigentlich heiße ich ja Adelheid. Ich glaube, das wissen auch die wenigsten von euch. Aber gut, darum soll es ja jetzt auch überhaupt nicht gehen. Ich wollte es nur ganz kurz eben dazu sagen, dass sich da keiner irgendwie angegriffen fühlt. Also gut, unser vierter Sohn kam zur Welt und es war tatsächlich bei den letzten 3 Kindern so, dass ich die erst im Arm halten wollte und die anschauen wollte und dann ganz oft den Namen sagen wollte, bis ich mich entscheide. Wie gesagt, bis auf den Maximilian, da war es ja festgestanden. Und beim Gianluca, unser dritter Sohn, war es so, dass ich den Namen immer so gesagt habe und dann irgendwann, als ich dann Gianluca gesagt habe und mein Mann dabei stand, dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, ja, genau das ist der Name, das ist ein Gianluca. Und beim vierten war es so, dass wir diese Namen hier hatten, die auch immer gesagt haben, also das Kind so auf dem Arm und ihn dann so gerufen haben und irgendwie hat es nicht so richtig gepasst. Also, der erste Name war Levin. Und ich finde Levin so, so schön. Also das ist so ein Name, den man noch nicht oft gehört hat und der schön klingt. Aber mein Mann hat er leider nicht so gut gefallen. Also gut, das war dann wohl nichts. Dann hat mir zum Beispiel gut gefallen Giulio. Also wir haben einen Giuliano in der Familie. Den finde ich wunderschön, den Namen. Aber das kann ich jetzt natürlich nicht nochmal dann nehmen. Und deshalb dachte ich Giulio. In Deutschland wird das so ein bisschen anders ausgesprochen und dann hat mein Mann das so gesagt und dann hat es mir wieder nicht gut gefallen. Deswegen war der Name dann im Endeffekt auch nichts. Dann hat uns gut gefallen Valentino. Valentino gefällt uns so, so gut. Jetzt auch, vielleicht für dieses Baby, wenn es ein Junge wird. Wir wissen ja noch nicht, was es wird, ob Junge oder Mädchen. Da werden wir dann einfach mal schauen. Jedenfalls finde ich Valentino total schön. Also das klingt auch ja, so
schön. Sagen wir es einfach mal so. Elia gut gefallen. Das finde ich, kann man zum Beispiel auch ableiten zu Elias. Elias finde ich auch richtig schön. Und das hat aber meinem Mann nicht gefallen. Dann fand er Massimo schön. Das fand ich nicht so gut. Joel fand ich sehr schön, aber der hat mein Mann dann Weihnachtsglocken eingeläutet. Das fand er irgendwie nicht gut. Aber ich fand ihn voll toll. Naja, dann Nando. Ich habe einen Bruder, der heißt Ferdinando. Und deswegen fand ihn meine Mama dann nicht so toll, weil sie gesagt hat, ja, aber wir haben ja schon Ferdinando. Und er wird ja Nando schon dann als Spitzname immer, ne, gerufen. Und deswegen ist der auch weggefallen. Und Felice fand ich auch total schön, aber so heißt mein Onkel schon. Fand meine Mutter dann auch nicht so gut. Das ist halt auch immer das Problem, ne? Wenn dann zu viele Leute mitreden, dann hast du ständig die Meinung der anderen. Und es ist schon so, dass dich das beeinflusst. Also wenn du nicht ganz sicher bist, ne? Klar, wenn du felsenfest davon überzeugt bist, dann kann es dir auch egal sein, was die anderen sagen, logischerweise. Aber es hat mich dann halt immer so ein bisschen irritiert. Schön fand ich dann auch noch Santino, aber es ist dann letztendlich auch kein Santino geworden. Ich glaube, da hat mein Mann wieder irgendwas auszusetzen gehabt, weil er dann gesagt hat, ja, aber Santino, Sankt, Sankt. Und mein Mann, der hat so eine Gabe, der hat dann immer irgendwie was, ja, so Negatives gesagt. Ne? Und wenn man da gerade ein Kind geboren hat, dann bist du eh ein bisschen emotionaler wahrscheinlich. Naja, wir haben dann im Krankenhaus nicht auch viel gelacht, aber ein Santino ist es dann auch nicht geworden. Mir hat dann noch Leandro sehr, sehr gut gefallen und ich war mir schon, ja, recht sicher, hatte mit meiner Mutter nochmal telefoniert und die meinte dann aber, und jetzt Achtung, für alle, die einen Leandro haben, es ist überhaupt nicht böse gemeint, denn ich liebe diesen Namen, also ich finde den so, so schön. Aber meine Mama hat mir dann erklärt, dass in Italien die Blumen, die in der Mitte von der Autobahn sind, also ne, die zwei Fahrstreifen, und in der Mitte sind in Italien immer Blumen und die heißen Leandro und die sind giftig. Ja, das hat mir natürlich den Rest gegeben, ne? Habe ich gesagt, ja, danke Mama. Jedenfalls finde ich den Namen nach wie vor wunderschön, aber letztendlich ist es dann ein Alessandro geworden. Ja, und den Namen gab es eben vor 11 Jahren nicht. Deswegen haben die mir auch echt die Hölle heiß gemacht auf dem Standesamt. Und deswegen hatte der Alessandro auch tatsächlich 4 Tage lang keinen Namen. Ich musste das erst beantragen. Dann musste ich dafür viel Geld bezahlen und letztendlich habe ich meinen Willen durchgesetzt. Ich liebe diesen Namen, ich finde den so, so schön. Und ja, jetzt haben wir einen Alessandro und Gott sei Dank habe ich mich durchgesetzt, denn man hört es ja auch nicht überall, das finde ich auch schön, wobei ich nichts gegen Namen habe, die man oft hört, so wie einen Maximilian, auch wenn er das nicht so gerne hört. Ja, also gut. Jetzt habe ich euch alle Namen gesagt, die für uns in der engeren Auswahl standen und das ist tatsächlich der Originalzettel, den wir im Krankenhaus so schlampig hingekrixelt hatten und durchgestrichen haben und wieder ein X dran gemacht haben und ein Sternchen. Und das ist natürlich unsere Erinnerung und das bleibt natürlich nach wie vor hier in meinem Heftchen. Und ja, so viel zum Video. Vielleicht hat es euch ja gefallen. Es ist quasi die Geschichte, wie unser 4. Sohn zum Namen Alessandro gekommen ist. Genau, ja. Also, für Mädchen weiß ich es schon ganz, ganz sicher. Also mein Mann und ich. Aber ich finde jungen Namen, das ist so, so schwer. Es gibt viele schöne jungen Namen, aber Mädchennamen sind einfach irgendwie einfacher, oder? Ja, hinterlasst mir da sehr, sehr gerne euer Feedback. Schreibt mir das in die Kommentare. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie ihr heißt. Interessiert mich auch. Oder wenn ihr Seiten kennt, die ich mal durchforsten könnte für dieses Baby, dann lasst mich das auch sehr, sehr gerne wissen. Da freue ich mich. Ich weiß nämlich jetzt noch nicht so richtig, wo ich gucken soll. Ja, ich werde auf jeden Fall Google fragen und dann schauen wir mal. Und ja, lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Es war jetzt einfach nur mal so ein schnelles Video für zwischendurch. Ich habe mir da jetzt
nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe mich einfach hingesetzt und habe eine Runde mit euch gequatscht. Okay, meine Lieben, das war es jetzt soweit von mir. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Vergesst nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Da würde ich mich wahnsinnig freuen. Dann erfahrt ihr nämlich dann auch, wie das Baby heißen wird. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!